Sitz, Sitz, Pfote, Check, 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 Pfote. Er hat sein Leckerli gegessen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Oh mein Gott, Leute, mein finnisches Pferd ist angekommen. Nein, Jackie, sitz hier. Komm mal her. Sitz. Ja, und jetzt ganz brav hier sitzt. Guck, ganz lieb zu den Leuten sein. Oh mein Gott, Leute. Okay, ich kann es nicht mehr abwarten. Wir machen es auf. Ihr habt gerade gesehen, ich habe es gerade geöffnet. Und dann werde ich jetzt mal öffnen. Oh mein Gott. Aus Finnland. Finnland, Leute. Oh mein Gott. Es ist so viel kleiner als vorgestellt alles. Viel schöner, als es in echt in den Bildern aussah. Guck mal, Jackie. Jackie. Komm hier, Jackie. Oh mein Gott. Leute, okay. Mein Baby! Ein bisschen, also von der Festigkeit des Füllens ist er nicht so fest, muss ich sagen. Nee. Hier ist an der Trense halt so ein schöner Karabiner, den finde ich wirklich hübsch. Und ja, das Blöd ist auch, dass ein bisschen an den Augen hier was hängt. Ja, jetzt gehen wir mal zu meinen anderen Pferden. Okay, Leute. Oh mein Gott, wie lustig, einfach. Ein bisschen größer und fetter vielleicht. Okay, er ist echt XXXXL. Haha, lol. Schaut mal, Leute. Also jetzt denken halt, Akira ist klein. Akira ist gar nicht so ultra klein. Man könnte denken, sie ist ein Fohlen. Aber sie ist gar nicht so ultra klein eigentlich. Also das Pferd ist nur XXL groß. Lol. Oh, ich sehe gerade, hier sind ein bisschen Kleber. Diesen Part des Videos nehme ich jetzt nochmal einen Tag später auf. Ja, also ich wollte euch einfach nur mit diesem Video mal kurz festhalten. Nur weil es ein finnisches Pferd ist, muss es nicht gleich heißen, dass es die allerbeste Qualität hat. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt ein Pferd aus Finnland habe. Er wird jetzt auch bei mir bleiben. Nur ich werde auch der Herstellerin da nochmal ein bisschen was sagen, weil ich finde, für so den Preis, den ich bezahlt habe, ist es halt einfach nicht in Ordnung. Man sieht halt hier auch überall, ist er halt einfach nicht richtig gefüllt auf beiden Seiten. Und ich finde, es ist einfach ein Qualitätsmangel, könnte man so sagen. Also man spürt es hier auch überall, dass er ist einfach nicht richtig gefüllt. Hier war zu wenig Füllung. Ich habe jetzt den Stock dran gemacht und musste hier ein bisschen nachfüllen sogar. Und er hat halt überall ein paar Klebeflecken. Zum Beispiel jetzt hier ist einer. Da unten waren ein paar, seht ihr? Da sind ein paar Klebeflecken, die gehen auch nicht weg. Und irgendwo war auch nochmal einer. Und was mich halt auch ein bisschen aufregt, ist, der Mittelstreifen geht zum Beispiel hier in die falsche Richtung. Also er geht nicht, seht ihr? Also, okay. Da ist noch vielleicht in Ordnung, aber hier ist es halt das Gleiche. Also er geht auch hier in die falsche Richtung. Sekunde, wie soll ich das zeigen? Seht ihr? Hier oben geht er in die richtige Richtung. Das Abzeichen ist auch mega schön gemacht. Sie hat sich halt auch Mühe gegeben. Die Ohren sind aber ganz schön dran genäht. Die Mähne hält auch gut, also genau, also es gibt leider so ein paar Kleinigkeiten. Ich werde es dir, glaube ich, auch nochmal sagen, dass ich es halt einfach vielleicht auch verbessern kann, weil ich es ein bisschen schade finde. Naja, aber im Großen und Ganzen ist es ein schönes Pferd vom Aussehen her. Und bei der Qualität habe ich ein bisschen was zu bemängeln, aber naja, es ist jetzt so, wie es ist. Und ich werde es natürlich nicht zurückschicken, ich werde ihn jetzt behalten. Und ja.